Hallo Freunde, meine Stromrechnung ist sehr hoch gestiegen dieses Jahr und ich habe mich bereits mit jemand von der Verbraucherzentrale gesprochen darüber und er hat mir ein paar Tipps gegeben. Und so könnt ihr richtig sparen. Oft wird das warme Wasser über den Heizungskosten abgerechnet. Empfohlen wird, dass man duschen und weniger baden. Warmwasserzähler befindet sich hier und oft dabei findet ihr die kaltes Wasser auch. Lüftung in der Wohnung ist sehr wichtig, deswegen braucht ihr unbedingt einen Hygrometer. Hygrometer könnt ihr in jedem Baumarkt kaufen und sollte maximal beim 60% sein und nicht zum Beispiel 80. Beim 80% ist die Gefahr der Schimmel in der Wohnung sehr hoch. Und bitte achtet darauf, nach Duschen und Kochen direkt lüften. Bei einem komplett offenen Fenster geht der Austausch der Luft viel schneller als ein gekipptes Fenster und in Herbst-Winterzeit geht auch weniger Wärme nach draußen verloren. Wenn draußen es kälter als 0 Grad, dann es reicht nur 5 Minuten die Fenster offen lassen. Jetzt Freunde, achtet darauf, wenn der Heizung ist auf Nummer 5, das heißt nicht, dass der Raum schneller warm wird. Also Freunde, lieber mal eine dicke Jacke anziehen und Socken auch. Es lohnt sich einfach hier in Deutschland. Alle Geräte, die ihr momentan nicht nutzt, muss am liebsten einfach ausschalten. Je größer das Gerät ist, desto mehr Energie verbraucht wird. Und wenn ihr neue Geräte kaufen wolltet, achtet auf das Energielabel hier. Freunde, die Zähler ablesen, um die Kosten im Blick zu haben und Grundregeln Heizung und Lüften im Kopf behalten und das immer verwenden. Sparsam duschen und weniger baden und energiesparsame Geräte kaufen und auf gar keinen Fall eine Heizgeräte nutzen. Das könnte sehr teuer sein und auch gefährlich gleichzeitig. Und wenn ihr noch eine Frage habt, dann einfach die Energieberatung der Verbraucherzentrale fragen. Die sind für euch zur Verfügung.